So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu unserer Tutorial-Serie PyTorch. Wir wollen neuronale Netze mit Python schreiben und zwar mit dem berühmten Framework PyTorch. So berühmt ist es noch nicht, aber das wird noch. So, was wir heute machen wollen, ist erstmal natürlich alles aufzusetzen, zu installieren. Das ist so das Ziel und das ist eigentlich gar nicht so komplex, wie man es vielleicht denken würde. Wenn ihr mal versucht habt, TensorFlow zu installieren, das macht keinen Spaß. Das ist definitiv einfach. Eine Sache habe ich allerdings noch für euch und zwar, das Ganze ist leider noch nicht für Windows verfügbar. Zumindest nicht aus offiziellen Paketquellen. Ihr könnt gerne probieren, die Source runterzuladen, das findet ihr auf GitHub dann. Also das hier ist einfach erstmal die Website von PyTorch, pytorch.org. Da geht ihr einfach drauf und dann könnt ihr hier die Source euch angucken und dann könnt ihr hier auch tatsächlich einfach den kompletten Source Code von PyTorch angucken. Das könnt ihr definitiv machen. Aber ja, wie gesagt, für Windows ist tatsächlich noch keine offizielle Version da. Was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr Windows-User seid, ganz einfach, ihr installiert euch ein Linux als zweites Betriebssystem oder ihr setzt einfach eine virtuelle Maschine auf. Wie man das macht, das zeige ich euch in den Linux-Tutorials, das sollte definitiv auch kein Problem sein. Einfach VirtualBox installieren und ihr müsst nicht irgendwie Kali oder sowas benutzen, nehmt einfach Linux Mint, das ist quasi innerhalb von 0,0 Sekunden Aufwand installiert und dann habt ihr auch ein Linux, mit dem ihr PyTorch benutzen könnt. Das ist sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, PyTorch ist noch sehr, sehr jung. Da wird auf jeden Fall eine Windows-Version kommen, nur zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade dieses Video aufnehme, ist noch keine verfügbar. Das könnte so nicht ganz so toll sein. Aber Linux, OS X, alles kein Problem. Das heißt, wenn ihr eins von den beiden habt, dann seid ihr sofort dabei. So, wir werden das Ganze jetzt natürlich für auch die Grafikkarte installieren wollen. Das bedeutet, wir brauchen eine Nvidia-Grafikkarte. Nächstes Requirement, damit ihr das Ganze auf der Grafikkarte laufen lassen könnt. Ihr könnt es auch auf der CPU laufen lassen, habe ich aber letztes Mal schon gesagt. Das geht dann halt circa 13 Mal so lang. Ist halt leider so, aber wenn man keine Nvidia-Grafikkarte hat, dann hat man im Machine Learning-Bereich echt Probleme. Denn AMD funktioniert tatsächlich noch, glaube ich, nicht mal auf TensorFlow, also so ziemlich nirgendwo funktioniert AMD-Grafikkarte und Intel-Grafikkarte sowieso nicht. Das heißt, ihr braucht halt leider eine Nvidia-Grafikkarte, was damals auch der Grund für mich war, eben eine solche zu kaufen. So, jetzt haben wir das alles abgeklärt, brauchen wir natürlich erstmal den Nvidia-Treiber, denn der ist auf Linux nicht normal direkt installiert oder zumindest nicht so einfach zu installieren, wie man es jetzt vielleicht denken würde. Das heißt, was ihr zunächst einmal braucht, ist den Nvidia-Grafikkartentreiber. Den habe ich gerade noch gar nicht offen, fällt mir auf. Unter Ubuntu, Debian, Linux, Mint oder sonstigen Klonen oder halt Abkömmlingen von Ubuntu oder generell Debian, benutzt ihr einfach apt zum Installieren davon. Das heißt, ihr macht hier einfach apt-get install. Und dann den Nvidia-Treiber, das heißt Nvidia minus. So, und jetzt drückt ihr am besten zweimal Tabulator. Dann kommt nämlich eine Auswahl von Versionen. Ich habe keinen Linux oder kein Ubuntu in dem Sinne, deswegen muss ich das anders machen. Bei mir wird das jetzt nicht funktionieren, aber da müsste irgendwie sowas kommen wie halt eine Version, zum Beispiel 5.8.8 oder sonst irgendwas. Genau, solche Dinge könnt ihr dann einfach mit zwei Tabulatoren ergänzen. Nehmt einfach die neueste Version und installiert euch noch zusätzlich Nvidia Settings. Und die beiden Sachen einfach installieren, also 5.8.8 ist jetzt hier eine Zahl, die wird so wahrscheinlich nicht drin stehen, soweit sind wir glaube ich noch nicht, aber ja, zweimal Tabulator drücken, wie gesagt, dann bekommt ihr alle Versionen angezeigt, die ihr auswählen könnt, dann einfach die neueste nehmen. Das ist erstmal der Nvidia Treiber. Unter Arch Linux funktioniert das Ganze natürlich ein bisschen anders und wenn ihr nochmal ein anderes Linux verwendet, möchte ich euch bitten, einfach mal selber nach den Nvidia-Grafikkartentreibern zu suchen. Hier würde ich euch das Arch Linux Wiki empfehlen, da steht eigentlich alles drin. Und zwar ganz einfach hier, wenn ihr den Grafikkartentreiber installieren wollt, braucht ihr Nvidia, also das Paket Nvidia, einfach pacman, Sekunde, ich zeige es euch einfach, sudo pacman minus s install und dann Nvidia, genau, das ist der. Und dann könnt ihr noch eben OpenCL Nvidia installieren und CUDA könnt ihr auch gleich mit installieren. Also die drei Pakete braucht ihr. Unter Ubuntu, wieder mal jetzt zurück, habt ihr andere Grafikkarten drei oder braucht ihr CUDA auf einem anderen Weg? Und zwar einfach direkt von Nvidia runterladen, das heißt hier einfach direkt sagen, ja, ich gehe zu developer.nvidia.com und dann einfach nach CUDA suchen, beziehungsweise einfach direkt nach CUDA, Download Nvidia oder sowas googeln, da ist das alles direkt drin. Und dann seid ihr hier. So, und das Ganze ist super gemacht. Hier muss ich sagen, hier könnt ihr einfach eure Plattform auswählen, zum Beispiel Windows, Linux oder macOS.
Unter Linux könnt ihr dann eure Version auswählen, was für eine Architektur euer Prozessor hat, höchstwahrscheinlich die hier. Also das sind die ganz normalen 64-Bit-Prozessoren. Dann könnt ihr hier auswählen, welches von den Linux-Kategorien ihr sozusagen habt. Hier dann einfach Ubuntu zum Beispiel auswählen und dann hier zum Beispiel 16.04 oder 17.04. Und dann könnt ihr hier sagen, okay, ich möchte Debian oder das Deb-Package runterladen, das ist dann das hier, oder die RUN-File, völlig egal, die dann einfach ausführen und dann installiert sich CUDA direkt bei euch. Wie gesagt, unter Arch Linux braucht ihr hier dieses Paket CUDA, dann habt ihr das auch schon. So, zum Evaluieren, ob das Ganze jetzt auch wirklich funktioniert hat. Ich nehme an, dass es dabei Probleme geben wird. Schreibt mir dann einfach, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, dann klären wir das oder schreibt im Forum. Das sollte auch kein Problem sein. Da könnt ihr jederzeit sowieso Fragen stellen oder auf dem Discord-Server oder sonst irgendwo. Da könnt ihr auch überall jederzeit Fragen stellen. Das sind super kompetente Leute, die helfen euch immer gerne. Sage ich jetzt einfach mal so, aber die sind wirklich alle nett. Okay, ja, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann könnt ihr das evaluieren, indem ihr einfach hier sagt NVCC, ups, CC, das ist die Abkürzung und dann minus minus Version. Das ist der NVIDIA oder der CUDA-Treiber sozusagen, der euch dann die Version ausgibt. Am besten habt ihr hier direkt die neueste Version, Version 9.1. Je nachdem, welches System ihr habt, werdet ihr aber vielleicht nicht die 9.1 installieren können, weil ja euer NVIDIA-Treiber in Version 9 von CUDA noch nicht unterstützt. Dann geht ihr hier zurück auf CUDA-Toolkit und dann könnt ihr hier auch eine ältere Version, glaube ich, auswählen. Aber wie gesagt, ja, einfach mal mit den Versionen rumspielen und probieren, dass ihr halt eine neue Version bekommt. PyTorch ist es relativ wurscht, welche Version ihr habt. Da könnt ihr sogar noch mit Python 2.7 arbeiten. Ihr könnt euch hier sozusagen auch direkt zusammenklickern, was ihr gerne haben wollt. Das heißt, ihr sagt hier, ich habe ein Linux oder ein OS X, je nachdem, was ihr habt. Wir werden das Ganze jetzt hier als Linux logischerweise verwenden, dann pip wollt ihr es installieren, also ihr könnt es auf mehrere Arten installieren, ihr könnt es direkt vom Source Code kompilieren, ihr könnt es über Conda installieren, Conda habe ich noch nichts dazu gemacht, kein Tutorial oder sowas, deswegen werden wir hier natürlich pip benutzen und wir haben Versionen von Python, naja Version 3.6, ihr könnt auch noch mit 3.5 oder wie gesagt sogar mit Version 2 arbeiten und hier für unten ist jetzt wichtig, dass ihr wisst, welche CUDA-Version ihr habt. Das heißt, ihr geht wirklich her und sagt NVCC-Version und dann steht hier Release Version 9.1. Und Version 9.1 ist logischerweise Version 9, das heißt, wir haben hier, gehen wir auf Version 9, dann ändert sich hier so ein kleines bisschen was, dass ihr hier eben Version 9 bekommt. Aktuell ist gerade bei mir PyTorch Version 0.3, also ihr seht, die sind noch nicht fertig mit dem Entwickeln, das Ganze funktioniert aber schon wundervoll. Wir haben zum Beispiel schon, zumindest von der Uni her, haben wir viel bekommen, ist klar, aber wir haben tatsächlich eine Spracherkennung damit geschrieben und die hat auch echt verdammt gut funktioniert, muss ich sagen, also das war schon geil. So, ja, dann könnt ihr hier natürlich auch noch die andere Version auswählen. Wenn ihr hier None auswählt, dann landet ihr logischerweise bei CPU. CPU bedeutet, das Ganze läuft auf eurer CPU, dann könnt ihr auch sozusagen sagen, hey, ich habe keine NVIDIA-Grafikkarte oder ich habe eine furchtbar schlechte NVIDIA-Grafikkarte, lasst das Ganze einfach auf meiner CPU laufen. Dann nehmt ihr eben hier bei None. Oder wenn ihr die Treiber von mir aus nicht installiert bekommt und ich euch auch nicht weiterhelfen kann, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, hoffentlich zumindest. Egal, auf jeden Fall gehen wir dann hier auf Version 9 logischerweise. Das heißt, ihr könnt einfach diese Dinger wirklich 1:1 in eurem Terminal reinkopieren. Das heißt, hier wirklich sagen, ich möchte das Ganze runterladen und dann möchte ich es installieren. Also, das ist zum Runterladen und zum Installieren. Das ist Torch Vision. Das ist nochmal was Separates. Das ist zum Angucken von euren neuronalen Netzen, die ihr dann schreiben werdet. So, und dann habt ihr tatsächlich schon alles installiert, was ihr braucht. Wie gesagt, bei TensorFlow ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger, deswegen hier die leichte Version sozusagen. Und ja, dann wechseln wir einfach mal ganz kurz hier rüber. Und das, upsala, warum mache ich denn hier das Tutorial rein? Okay, also das ist das Tutorial, das ich gerade hier aufnehme. Warum das in diesem Ordner landet, weiß ich auch noch nicht genau. Hier auf jeden Fall die Python-Variante davon. Das ist der Code, das heißt hier, ich habe schon mal einfach ein, das ist PyCharm, wenn ihr noch nie mit Python gearbeitet habt, solltet ihr definitiv vorher meine Python-Tutorials gucken. Das ist kein Python-Tutorial, das ist definitiv für Leute, die schon Python können. Ansonsten gibt es die, wie gesagt, auch sonst zum Angucken. Okay. Ja, PyCharm haben wir schon soweit eingerichtet, das heißt hier die Run-Configuration ist auch schon da und hier eben eine Datei und ein Projekt, sollte aber kein Problem für euch sein. So, und dann probieren wir einfach mal was von PyTorch zu importieren, und zwar Import Torch. Torch heißt übrigens Fackel und übrigens noch eine kleine Anekdote, warum auch immer ich das jetzt mache. Torch war früher für Lua geschrieben worden und wurde jetzt portiert auf Python, deswegen PyTorch
Und ja, das hat damals schon recht gut funktioniert, deswegen ist auch schon so viel drin. Aber wie gesagt, man muss es halt trotzdem komplett umschreiben. Und ja, okay. Und jetzt können wir hier einfach hergehen und können irgendwie Sachen machen. Ich mache jetzt einfach nur mal einen Test. Was genau wir hier machen, das wollen wir im nächsten Video uns genauer angucken. Das ist jetzt sozusagen, damit ihr überprüfen könnt, ob eure Installation auch gut funktioniert. Das heißt, wir machen jetzt einfach einen Tensor 5,3. Und ja, ich weiß, wir arbeiten hier mit Tensoren. Aber was das genau ist, wie gesagt, das wollen wir uns noch angucken. So, und jetzt printen wir einfach das Ding aus. Gut, und dann go. So, und unser Tensor sieht jetzt aktuell gerade mal so aus. Das ist einfach sozusagen ein Tensor, den wir, wie gesagt, im nächsten Tutorial genauer kennenlernen. Und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wenn das bei euch so funktioniert, dann habt ihr Glück, dann ist alles soweit gut gegangen. Wie gesagt, es muss, oder wir haben jetzt hier auch noch nicht überlegt oder ausprobiert, ob unsere Grafikkarte damit funktioniert. Das heißt, das müssen wir vielleicht noch an einer anderen Stelle machen. Aber ja, zumindest Torch funktioniert schon mal. Das heißt, das ist absolut kein Problem. Und wir können starten im nächsten Video dann. Bis dann. Ciao.